Plastikseitenteil, random 200 mm Lüfter und einfach nur ein völlig absurd großes Gehäuse. Ja, wir sind in den 2-10ern angekommen. Das heutige Video wird euch präsentiert von Thermal Grizzly und den neuen Cryosheet Wärmeleitpads. Die aus Graphen hergestellten Cryosheets sind eine Neuentwicklung aus dem Hause Thermal Grizzly und eine echte Alternative für herkömmliche Wärmeleitpaste. Durch die in Z-Richtung gestapelte Molekularstruktur haben die Pads eine hervorragende und konstante Wärmeleitfähigkeit und weil keine flüssigen Bestandteile enthalten sind, können die Pads nicht austrocknen, wodurch sie extrem langlebig sind. Die Anwendung ist wirklich super einfach, vorsichtig auspacken und auf CPU oder GPU legen und schon kann der Kühler wieder montiert werden. Die Pads sind aufgrund der hohen Leistung, die vergleichbar mit Hydronaut oder Kryonaut ist, und aufgrund der Langlebigkeit perfekt dafür geeignet, den Wartungsaufwand bei Systemen möglichst gering zu halten, denn einmal aufgelegt muss das Pad nicht mehr gewechselt werden. Die Cryosheets gibt es in unterschiedlichen Größen von 24x12 bis 50x50 mm, können aber auch zugeschnitten werden, wodurch sie mit jeder CPU und GPU kompatibel sind. Den Link zu allen weiteren Informationen zu den Cryosheets findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr an meinem Kittel schon erkennen könnt, ist der Reparier-Ben heute mal wieder da. Es ist schon wieder ein paar Wöchelchen her, dass die letzte Folge vom Reparier-Ben online kam und das soll sich definitiv in Zukunft ändern. Ich will da eigentlich so ein zweiwöchentliches Format draus machen oder zumindest einmal im Monat definitiv eine Episode. Mal schauen, wie ich das Ganze handeln werde. Aber ja, heute ist es wieder soweit und wir haben hier wirklich ein meiner Meinung nach sehr besonderes Exemplar. Ja, ihr seht schon, es ist ein absoluter Koloss. Also wirklich, das ist so absurd groß, dieses Gehäuse. Für Hardware, die nicht so ein großes Gehäuse benötigen würde, wenn wir mal reinschauen, sehen wir sehr, sehr viele Kabel. Also Kabelmanagement ist definitiv nicht das Beste. Wir sehen, was ist denn das? Eine GTX 1070 Asus ROG Strix. Sehr schönes Grafikkartenmodell, das auf jeden Fall. Aber ja, diese Gehäusegröße ist für die Hardware, die da drin ist, definitiv nicht notwendig. Früher war das ein bisschen anders, ich weiß, weil man halt vorne unbedingt Platz für 6, 5, 1/4 Zoll Laufwerke gebraucht hat und unten Platz für 8 HDDs. Ist heutzutage natürlich absolut nicht mehr der Standard und was früher ein richtig cooles Gehäuse war, ist heutzutage einfach nur noch unpraktisch. Aber das Gehäuse war tatsächlich richtig cool für damals, weil wir hatten oben einen 200 mm Lüfter. Wir konnten auf diesem Seitenpanel, das zwar aus Plastik ist, ja okay, aber ist halt so, konnte man entweder 440er, 420er oder noch einen 200 mm Lüfter in die Mitte schrauben. Man hatte halt wirklich viel Platz für Komponenten, aber tatsächlich noch größere Grafikkarten würden gar nicht reinpassen. Also eine 4090 würde ich zum Beispiel hier nicht reinbringen, obwohl das Case riesig ist, weil ja, vorne Festplatten und Laufwerkskäfig ist da halt. Und das hier ist schon so das Maximum, was eigentlich geht. Also da wäre vielleicht noch so ein Zentimeter Platz. Und dann wird es schon sehr, sehr eng. Was natürlich auch direkt auffällt, ist, dass unser CPU-Kühler falsch montiert ist. Der bläst jetzt nämlich gerade Luft auf die Grafikkarte. Oben wird von dem Lüfter Luft rausgepustet. Also oben haben wir einen Exhaust, der versucht, Luft von oben reinzuziehen. Also das ganze Airflow-Konzept hier macht nicht so richtig viel Sinn. Wir haben vorne dann nochmal einen 200 mm Lüfter, der halt eigentlich ja Luft reinbringen soll, aber da ist eben der Festplattenkäfig, was eben dann auch nicht super gut für den Airflow ist. Kabelmanagement natürlich jetzt auch eher nicht vorhanden. Ich meine, alles ist einfach nur reingestopft, obwohl man hier hinten so schöne Kabeldurchführungen und alles Mögliche hat. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum hier einfach die Kabel reingeböllert wurden. Aber wir wollen nicht judgen. Das Ding steht leider auch schon ein bisschen scheps, weil unten einer von den Standfüßen abgebrochen ist. Und ja, deswegen ist es hier so ein bisschen der schiefe Turm von Pisa. Aber was ist denn jetzt das Problem mit diesem PC? Also, als er noch funktioniert hat, schon immer mit sehr hohen Temperaturen zu kämpfen, sowohl auf der Grafikkarte als auch auf der CPU, liegt halt wie gesagt daran, dass das Airflow-Konzept hier drin falsch ist, obwohl man große 200 mm Lüfter hat, aber ja, das hier oben macht halt alles keinen Sinn. Und vor kurzem ist es dann leider passiert, dass der PC gar nicht mehr funktioniert hat. Also er geht kurz an, geht dann wieder aus, geht wieder an, geht wieder aus, geht wieder an, geht wieder aus und so weiter und so fort. Man kommt aber nie ins Windows rein. Bei dieser Fehlerbeschreibung liegt es natürlich höchstwahrscheinlich am Netzteil. Das bedeutet, es kann sein, dass das Netzteil an sich einfach kaputt ist. Es kann sein, dass irgendwo ein Kurzschluss verursacht wird und deswegen ständig aus und wieder abgeschalten wird.
Und das wäre natürlich nicht so gut, weil dann kann es auch sein, dass andere Komponenten Schaden nehmen. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie an CPU, Grafikkarte oder Mainboard oder auch am RAM liegt. Kann ich mir aber eher weniger vorstellen, weil, wie gesagt, wenn das Netzteil an und sofort wieder ausgeht, dann liegt es eigentlich in den meisten Fällen auch wirklich am Netzteil. Ganz wichtig auch für euch, wenn ihr den Verdacht habt, dass der Fehler vom Netzteil verursacht wird oder zum Beispiel, wenn ihr mal, keine Ahnung, wenn ihr wirklich mal irgendwas habt, was durchgebrannt ist, dann macht den PC auf keinen Fall nochmal an, um das Ganze zu überprüfen, weil, wie gesagt, vielleicht ist es dann nur eine Komponente, die defekt ist und dann jeder weitere Startversuch kann halt dann das ganze Problem noch schlimmer machen. Aber ja, ich baue jetzt erstmal alles aus und dann gehen wir ins Testing rein. So, als erstes Grafikkarte raus. Das ist bei diesem Gehäuse tatsächlich auch ziemlich cool gemacht. Man hat ja so Schnellverschlüsse für die PCI Express Slots, was ich irgendwie richtig cool finde. Das ist so schön retro, I don't know. Wir haben ja auch schon eine SSD drin, das ist sehr, sehr gut. Es ist übrigens eine Z87 Plattform. Das heißt, schon ein bisschen betagter das Ganze, aber auf jeden Fall mit der entsprechenden Grafikkarte, wie der 1070 hier, noch eigentlich ganz gut verwendbar zum bisschen zocken. Die gute alte Western Digital Blue darf natürlich auch nicht fehlen. Was haben wir denn hier eigentlich für eine SSD? Das ist eine 840 Pro, also schon ein betagteres Modell. Und mit 256 GB die SSD reicht für Windows auf jeden Fall. Und dann haben wir hier, wie gesagt, noch eine 1 TB HDD mit drin. So, ich habe jetzt tatsächlich schon alles draußen, bis auf das Netzteil. Das bleibt gerade eben noch im Gehäuse. Und es ist wirklich faszinierend, wie wenig da jetzt eigentlich drin war. Weil das hier, das ist Mainboard-Bundle, Grafikkarte und die SSD und die HDD, das ist alles, was in diesem gigantischen Monstrum von Gehäuse drin war. Und jetzt ist es hier so wenig. Aber naja, gut, machen wir weiter. So, das Netzteil habe ich ja noch im Gehäuse gelassen, weil meine Vermutung ja eh schon ist, dass das Teil defekt ist. Das kann man jetzt relativ einfach testen, ob es noch funktioniert, ohne dass man irgendwas angeschlossen hat, indem man einfach einen Verbraucher anschließt, der jetzt nicht so relevant ist, wie zum Beispiel einen Lüfter. Da ist es nicht so schlimm, wenn der jetzt kaputt gehen sollte. Dann überbrückt man das Netzteil und dann steckt man es an und macht es an. Und wenn es funktioniert, dann sollte der Lüfter anfangen zu drehen. Wenn es nicht funktioniert, sollte der Lüfter nicht drehen, logischerweise. Bei dem Fehler kann es natürlich sein, dass der Lüfter angeht, wieder ausgeht, wieder angeht und so weiter. Schauen wir einfach mal. Ich mache das Netzteil jetzt an. Gut, also unser Lüfter dreht sich schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Okay, jetzt ist er wieder ausgegangen. Okay, gut. Jetzt geht er wieder an. Also irgendwas stimmt bei diesem Netzteil definitiv nicht. Ich kann auch nicht genau sagen, was ist, jetzt ist er wieder, also jetzt wird er wieder langsamer, jetzt ist er, ja, jetzt geht er wieder an. Ja, gut. Das ist genau der Fehler, der beschrieben wurde. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Aber ja, ich werde das Netzteil nicht aufschrauben. Netzteil aufschrauben kann nämlich tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach. Es ist auf jeden Fall kaputt. So viel können wir sehen. Ich meine, ja, es geht an, wieder aus, geht an, wieder aus. Das sollte nicht der Fall sein, vor allem nicht, wenn es schon überbrückt ist. Deswegen machen wir es jetzt hinten einfach wieder aus, stecken es ab. Und dann ist das hier erstmal eigentlich alles für den Müll. Also um das Netzteil ist es mir jetzt nicht schade. Das ist ein Straight Power E7 mit 500 Watt. Straight Power E7 ist schon wirklich sehr, sehr alt. Tatsächlich, das Gehäuse finde ich irgendwie cool. Also das hat irgendwie so richtig nice Retro-Vibes. Es ist halt leider echt schon ziemlich demoliert. Also wie gesagt, ein Standfuß fehlt, das ist komplett schief dadurch. Wir haben, vorne ist es überall verbogen. Hinten ist auch, da sind so Plastikseitenteile dran, so Plastikschienen. Die sind auch durchgebrochen leider. Und ja, ich glaube, das Ding ist auf jeden Fall nach, wann ist es rausgekommen? 2010 ist es rausgekommen. Ich glaube, nach 14 Jahren darf dieses Gehäuse in den Ruhestand gehen. War jetzt natürlich eine relativ einfache Diagnose, aber das ist gar nicht schlimm. Liegt halt daran, dass der Fehler sehr gut beschrieben wurde. Dann kann man das schön eingrenzen. Und ja, auch für euch als Zuschauer jetzt, wenn ihr zum Beispiel mal ein System bei mir einschicken wollt, das defekt ist, E-Mail-Adresse steht unten in der Videobeschreibung, dann ist es natürlich super, super wichtig, dass ihr da möglichst viele Informationen reinschreibt, genau beschreibt, was der Fehler ist, weil dann ist es für mich leichter, den Fehler zu finden, zu entfernen und dann das System wieder zum Laufen zu bekommen. Es kann natürlich auch sein, dass es neben dem Netzteil einen weiteren Fehler gibt, den wir so gar nicht gesehen haben davor, weil das Netzteil halt defekt war. Kann natürlich sein, dass das System auch noch irgendeinen anderen Knacks hat, weiß man ja davor nicht. Und deswegen habe ich hier einfach kurz ein Test-Setup aufgebaut mit einem neuen Netzteil. Ist ein Pure Power 12M mit 650 Watt. Vielen Dank an Be Quiet dafür, dass sie mir das zugeschickt haben. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal, ob der Lachs hier startet. Also es fangen auf jeden Fall schon mal alle Lüfter anzudrehen.
Kriegen wir jetzt ein Bild, ist die Frage. Ja gut, das Problem scheint doch etwas kritischer zu sein. Wir haben nämlich jetzt gerade das Problem, dass das Teil nicht bootet. Egal was ich mache, es läuft immer in Error 55 rein. Also wir haben hier unten so eine kleine Segmentanzeige, ist immer Fehler 55. Ich kann es euch auch gerne nochmal demonstrieren. Wir machen einfach mal an und jetzt warten wir einfach kurz. Und schon wieder Fehler 55. Das heißt eigentlich laut ASRock, Memory is not installed. Aber ich habe ja offensichtlich RAM drin. Ich habe sogar noch mal ein anderes RAM-Kit ausprobiert. Ich habe jeden einzelnen Slot ausprobiert. Mit einem Riegel, mit zwei Riegeln. Geht alles nicht. Ich habe das CMOS natürlich resettet. Ich habe auch ein anderes BIOS ausgewählt. Dieses Board hat nämlich ein Dual-BIOS, also es hat ein Main-BIOS und ein Backup-BIOS. Das kann man mit so einem kleinen Jumper auf dem Board umstellen. Funktioniert auch nicht. Jetzt besteht tatsächlich der Verdacht, dass es Mainboard defekt ist, weil das ist beides RAM, also beide RAM-Kits sind RAM-Kits, die auf der QVL-Liste von dem Board draufstehen. Keiner davon funktioniert, kein einziger Riegel, laufen immer in Error 55 rein und ja. Jetzt heißt es also, dass wir das Board tauschen. Es kann natürlich auch sein, dass die CPU defekt ist, dass irgendwie ein Pin verbogen ist auf dem Board oder sowas. Das kann theoretisch jetzt alles sein. Aber ich habe zum Glück noch ein Board für den Sockel da. Es ist zwar H81, ist jetzt nicht, ist jetzt kein Z87 Fatality, aber ja, sollte auf jeden Fall funktionieren. Ich nehme jetzt erstmal den Kühler ab und dann schauen wir uns mal gemeinsam den Sockel der CPU an. Ich meine natürlich den Sockel des Mainboards und nicht den der CPU. So, Kittel wieder angezogen, der darf nicht fehlen. Jetzt sehen wir auch hier zum ersten Mal, was überhaupt für eine CPU drin ist. Ein i7-4770K, habe ich mir schon fast gedacht. Sehr geile CPU, immer noch relativ potent eigentlich. Kann man auf jeden Fall noch weiterverwenden und ja, die bauen wir jetzt aus, bauen sie in das andere Board ein und dann schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Jetzt machen wir hier erstmal auf und schauen mal rein, was wir denn hier haben. Also hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Wärmeleitpaste dran, das ist aber nicht schlimm. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen sauber. Ich hole mal ganz kurz Q-Tips. So, jetzt erstmal die ganze Wärmeleitpaste abmachen hier, weil da war an dem Rand wirklich sehr, sehr viel drauf. Aber dann sieht das Ganze gut aus. Also einfach nur, dass es nicht so eine Sauerei ist. So, also an der CPU kann man nichts erkennen. Also die sieht soweit wirklich einwandfrei aus. Kommen wir zum Board. Schauen wir da mal rein. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass irgendwas verbogen wäre. Kann natürlich aber auch immer andere Ursachen haben. Ist aber jetzt auch erstmal egal. Wir probieren es jetzt einfach mal mit dem anderen Board, weil wenn es dann funktioniert, dann wissen wir, dass das Board die Ursache war. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir CPU tauschen. Ich glaube, ich habe noch ein 4770K da, aber ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. So, also es ist jetzt alles wieder auf dem Ersatz-Mainboard drauf. Und ja, jetzt machen wir einfach mal an und schauen, ob das Ding läuft. Ich hoffe es doch wirklich. Also leider auch hier kein Bild jetzt in dem Setup. Jetzt wird es langsam echt merkwürdig. Keine Ahnung, was da los ist. Ich stecke jetzt mal nochmal alles ab und dann testen wir nochmal eine andere Sache. Wir nehmen jetzt nämlich nochmal das Fatality. Wir nehmen jetzt nämlich nochmal das originale Fatality Board und machen da meine Ersatz-CPU drauf, beziehungsweise meine Test-CPU. Das ist ein i3-4160. Und dann versuchen wir wieder einen Boot zu bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es an dem RAM liegt, aber ich habe ja auch andere RAM-Kits ausprobiert. Aber ja gut, wir schauen uns einfach mal, wenn es hiermit jetzt bootet, dann heißt es natürlich, dass die CPU defekt ist, was natürlich sehr, sehr suboptimal wäre. Wir nehmen jetzt mal direkt meinen RAM, weil von dem weiß ich halt, dass er funktioniert, auch wenn er farblich jetzt überhaupt nicht passt, aber das ist ja jetzt erstmal wurscht. Zum Passivkühlen wieder einfach einen AMD-Kühler drauf. Es funktioniert übrigens ohne Probleme, also das könnt ihr ruhig machen. So, dann ist steckt wieder alles und dann, den Lüfter habe ich noch nicht angesteckt, der wäre tatsächlich nicht schlecht. So, dann drücken wir jetzt wieder den Power-Button und schauen, was passiert. Und wir laufen wieder in Fehler 55 rein, selbst mit der anderen CPU. Also langsam wird es wirklich richtig ominös. Ganz merkwürdig. So, machen wir wieder aus hier. Also ich habe tatsächlich jetzt nochmal richtig viel rumprobiert und jetzt komme ich ins BIOS. Das seht ihr hier jetzt nicht, aber ja. Ich bin hier jetzt im BIOS drin. Es ist jetzt in der Kombination mit einem RAM-Riegel von denen, die dabei waren, mit dem 4770K auf meinem Mainboard.
Aber ich habe die Grafikkarte gewechselt. Also ich habe jetzt einfach eine HD 6850 rein und die 1070 raus. Weil ich habe das Gefühl, dass es jetzt durch die Grafikkarte behoben wurde. Ich mache jetzt mal nochmal aus, stecke den zweiten RAM-Riegel mit rein. Und wenn es dann funktioniert, dann ist das Ganze wirklich höchst ominös. Weil dann kann es tatsächlich sein, dass die Grafikkarte diesen Fehler verursacht hat. Was sehr, sehr merkwürdig ist, weil warum wirft er dann einen Memory Not Found Fehler? Also ergibt alles irgendwie nicht so viel Sinn. Wir machen jetzt mal nochmal mit beiden RAM-Riegeln an. Was ich dann auch noch testen muss, ist, ob das Z87-Board mit dem 4770K und einer anderen Grafikkarte laufen würde. Weil das wäre natürlich dann höchst interessant. Aber schauen wir einfach mal. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir erstmal, ob die beiden RAM-Riegel hier laufen. Bisher aber tatsächlich kein Bild. Also ich habe langsam irgendwie das Gefühl, dass die CPU ein Problem mit mehr als einem RAM-Riegel hat. Weil, wie gesagt, gerade eben hatte ich noch ein Bild und jetzt nicht mehr mit dem zweiten RAM-Riegel drin. Also es ist echt sehr merkwürdig. Also es kommt leider kein Bild mehr. Dann nehmen wir den zweiten RAM-Riegel wieder raus. Und mit einem RAM-Riegel bekomme ich wieder instant ein Bild. Höchst ungewöhnlich. So, dann machen wir jetzt noch eine andere Kombination. Machen den alten RAM wieder aus. Ihr seht, wenn so ein Fehler besteht, dann ist es wirklich sehr, sehr viel ausprobieren, sehr, sehr viel Troubleshooten einfach. Und irgendwann kommt man dann auf den Fehler, weil nichts ist unreparierbar, außer irgendwas ist explodiert. Dann könnte es schwierig werden. Aber so, jetzt probieren wir nochmal mein RAM-Kit, wo ich weiß, dass beide Riegel definitiv funktionieren. Ja, schauen wir mal, was dabei jetzt rauskommt, weil vielleicht war es da wirklich auch nur ein RAM-Issue. Aber ich meine, ich habe davor ja auch mit dem anderen RAM getestet und der 1070 und da ist natürlich kein Bild gekommen. Also ganz komisch, wirklich. Wirklich äußerst merkwürdig, das Ganze hier gerade. Ja, und auch hier wieder kein Bild mit zwei Riegeln. Ich baue jetzt trotzdem nochmal auf das Fatality um und dann schauen wir, ob wir da irgendwie ein Bild rausbekommen. Ich bin echt schon sehr, sehr gespannt. Und auch leicht genervt, um ehrlich zu sein, aber das gehört dazu. Also die Vermutung erhärtet sich einfach immer weiter, dass es halt wirklich nichts mit dem Mainboard oder der Grafikkarte zu tun hat, sondern dass es wirklich am RAM-Controller der CPU liegt. Aber das wäre natürlich richtig, richtig doof, weil dann kann man nur einen RAM-Riegel benutzen. Ist natürlich nicht so geil, weil man dann nur im Single-Channel unterwegs ist. Aber ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen, ob wir hier irgendwas zum Laufen bekommen. Wir sind jetzt wieder auf dem Fatality-Board mit einem RAM-Riegel und dem 4770K und meiner Grafikkarte. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Und wir laufen direkt wieder in Error 55. Kein RAM gefunden. Es ist aber RAM drin. Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Jetzt probieren wir nochmal einen anderen Slot aus. Ich teste jetzt einfach jedes RAM-Modul auf jeder Speicherbank durch. Vielleicht habe ich ja irgendwann einen Treffer. Also ich komme nicht weiter. Es ist überall Error 55. Ich habe jetzt nochmal anderen RAM, Corsair Vengeance. Schauen wir mal, vielleicht funktioniert es damit. Oh, es ist schon mal nicht Error 55. Okay, okay, es ist nicht Error 55. Oh, das ist jetzt spannend tatsächlich. Jetzt laufen wir in Error 4F rein und dann geht's aus. Also laut Google ist 4F irgendwas mit dem BIOS-Chip. Ich habe jetzt nochmal auf dieses Backup-BIOS mit dem Jumper geswitcht und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also es leuchtet auf jeden Fall erstmal überhaupt gar keine Debug-LED. Also ich bin jetzt wie gesagt auf dem Backup-BIOS, ich habe aber keine Ahnung, warum jetzt keine Postcodes mehr angezeigt werden. Also jetzt geht das Display hier halt einfach nicht mehr. Was natürlich unsinnig ist. Ich meine, er macht jetzt nicht mal dieses komische Aus an, aber ein Bild kriege ich leider auch keins. Okay, ich glaube, ich habe es raus. Anscheinend gab es irgendwie durch so einen kleinen Jumper hier einen Short. Und dadurch hat sich das BIOS ständig resettet, weil ich habe jetzt ein Bild. Also, ich bin gerade ein bisschen, also crazy. Moment, jetzt gibt mir mal eine Sekunde. Ich bin jetzt zwar auf dem Backup-BIOS, aber das ist jetzt die Frage, ob ich dann auch ins, ich sag mal, normale BIOS reinkomme. Ein bisschen scuffed jetzt, aber ihr seht, ich habe ein Bild. Was das erste Mal jetzt, also das zweite Mal jetzt mit diesem Board, nee, das erste Mal mit diesem Board passiert ist. Versuchen wir das Ganze mit dem originalen RAM und der originalen Grafikkarte auf dem Backup-BIOS. Nee, jetzt switche ich erstmal nochmal auf das normale BIOS und dann schauen wir, ob es bootet. Also ich bin jetzt wieder auf dem Standard-BIOS und bis jetzt kein Fehler 55, sondern er bootet kurz, fährt dann wieder runter und jetzt sollte er ins BIOS kommen. Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, Moment, warten wir noch kurz. Okay, scheinbar ist wirklich dieses BIOS irgendwie
defekt, habe ich das Gefühl. Also BIOS A ist scheinbar kaputt. Ich bin jetzt mit dem Jumper wieder auf BIOS B und jetzt schauen wir mal, ob es wieder startet. Und wir haben direkt ein Bild. Geil, okay, gut. Dann haben wir den Fehler schon mal, ich glaube, gefunden. Jetzt müssen wir aber noch was anderes ausprobieren. Wir nehmen jetzt nämlich noch den originalen RAM, den habe ich jetzt drin, also die zwei Riegel. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt bootet, weil das wäre es jetzt wirklich, wenn es wirklich nur an dem Jumper lag. Das wäre ja so crazy. Und da laufen wir wieder in Fehler 55. Ey, ich pack's nicht. Warum? Warum sind wir jetzt wieder bei Fehler 55 angekommen? Wir waren doch von Fehler 55 schon weg. Warum sind wir da jetzt wieder angekommen? Ja gut, also keine Ahnung, der RAM will einfach nicht. Oder es liegt wirklich daran, dass es zwei Riegel sind. Jetzt probiere ich es nochmal mit einem von den Riegeln. Ja, mit einem Riegel funktioniert's. Da liegt es wirklich daran, dass es zwei Riegel sind. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir da? So wie es aussieht, funktioniert nur Slot A1 und A2 und B1. Also die beiden mittleren, was eine sehr komische Kombination ist. Aber Moment mal. Also ich habe jetzt beide Riegel drin. In Slot A2 und B1. Und bekomme ein Bild. Und bekomme ein Bild. The following channel memory did not pass CPU memory test. Please remove the memory, then plug again. Okay, jetzt probieren wir aber noch weiter. Wir kommen ins BIOS rein, okay. Aber scheinbar ist halt wirklich, also scheinbar hat das Board halt wirklich ein Problem mit dem RAM, mit den RAM-Slots leider. Das tut sehr, sehr weh tatsächlich, weil, ja, können wir halt nur einen einzigen RAM-Riegel installieren, aber zumindest haben wir es wieder hinbekommen, dass das System bootet, was ja schon mal wirklich nicht schlecht ist. Also wir sind zumindest jetzt hier wieder drin, was schon mal sehr, sehr gut ist. Ich muss jetzt natürlich nochmal mit der 1070 testen, weil wenn das nicht funktioniert, haben wir natürlich immer noch ein Problem. Aber schauen wir mal. Und wieder Fehler 55. Warum? Was hat die Grafikkarte mit dem RAM zu tun? Ach komm, warum? Warum, Board? Warum tust du mir das an? So, wieder einen RAM-Riegel raus. Wieder booten und wir haben nicht mehr Fehler 55, kommen durch den Post durch und haben ein Bild und haben direkt ein Bild. Ja, der Channel B scheint tatsächlich komplett kaputt zu sein. Please remove the memory, then plug again. Ich habe in B nichts drin, aber ja, Memory Kanal B ist kaputt. 3 Tage später. Freunde, ich geb's auf. Dieses System hat mich wirklich zur Verzweiflung gebracht. Es ist mittlerweile 2 Tage später und ich habe es immer noch nicht geschafft, dass ich dieses Board oder diese CPU oder auch den RAM zum Laufen bekomme. Weil ich weiß nicht warum. Aber es geht einfach nicht. Ich habe 2 andere Z87 Mainboards organisiert, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Habe ich mir von einem Kumpel ausgeliehen, weil ich habe jetzt auch nicht einfach mal so 10 Z87 Boards rumliegen. Die Boards funktionieren einwandfrei. Ich habe die CPU dann damit getestet. Es geht immer nur ein RAM-Kanal oder es bootet gar nicht. Dann habe ich das Board getestet. Ich habe mir noch einen zweiten 4770K besorgt. Ich habe mir einen 4590K besorgt und dann eben noch den i3, den ich vorne hatte. Geht mit diesem Board nicht. Und ich weiß nicht warum. Die CPUs funktionieren alle einwandfrei. Wenn ich eins von den neuen Z87 Boards nehme, mit einer von meinen CPUs, gar kein Problem. Beide RAM-Kanäle laufen einwandfrei, bootet sofort, überhaupt kein Ding. Sobald irgendeine von diesen Komponenten in der Kombination drin ist, außer die Grafikkarte, dann geht es nicht mehr. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich das Mainboard, also ich glaube, es ist alles kaputt. Ich glaube, beides hat irgendwie eine Macke, weil, wie gesagt, das Mainboard funktioniert mit anderen CPUs und anderen RAMs nicht und die CPU funktioniert auf anderen Mainboards und anderen RAMs auch nicht. Also, ja. Wirklich, das ist jetzt leider nicht mehr zu gebrauchen. Ich kann dem Zuschauer jetzt natürlich keinen kaputten PC wieder schicken. Deswegen habe ich mich einfach auf Kleinanzeigen mal umgeschaut und dann diese Kombination hier relativ günstig gefunden. Das ist ein MSI B450 Gaming Pro und dazu gibt es einen Ryzen 5 2600. Ja, ist jetzt auch nicht mehr der neueste Ryzen, aber zumindest immer noch neuer als ein 4770K. 16 GB DDR4 RAM dann auch und ja,
Ich habe mir gedacht, da kann man einfach mal auf eine etwas neuere Plattform gehen, weil dann kann er theoretisch auch noch upgraden und muss nicht mehr hier auf Z87 herumdümpeln. Aber ja, ich habe mit diesem Board und dieser CPU wirklich alles ausprobiert, was mir irgendwie eingefallen ist. Ich habe meine Creator-Kollegen kontaktiert, ob denen noch irgendwas einfällt. Aber ja, wie gesagt, sobald eine von diesen Komponenten in der Combo drin ist, dann gibt es einfach irgendwelche Fehler oder es bootet nur so in 20% der Fälle. Deswegen kommt dieses Bundle hier erstmal weg und dann bauen wir heute in den PC dieses hier ein. Und wo bauen wir das Ganze jetzt ein? Weil das Gehäuse haben wir ja auch schon, ich sag mal, entfernt. Netzteil haben wir keins mehr und den CPU-Kühler haben wir auch abgenommen. Ich habe glücklicherweise noch von einem meiner letzten Projekte ein Endorphi ARX 500 und eine Endorphi Navis F280 ARGB da. Und ja, die Sachen eignen sich doch perfekt, um damit jetzt eine semi-neue Kiste zu bauen. Ich baue jetzt mal alles ein und dann sehen wir uns wieder, wenn der PC fertig ist und wir ihn das erste Mal booten können. Und da bin ich wieder, meine Freunde. Und wie ihr sehen könnt, ist der Build fertig. Ist jetzt natürlich deutlich praktikabler und auch kompakter und einfach, ja, meiner Meinung nach auch deutlich schöner als das Gehäuse, das wir davor verwendet hatten. Es ist jetzt alles schön einheitlich. Wir haben ein tolles Kabelmanagement jetzt drin. Wir können die RGB-Beleuchtung steuern, indem wir einfach oben über diesen Knopf gehen, was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist. Ich habe das extra alles so zusammengeschaltet, dass es über den Knopf geht, weil das Board hat zwar einen 5 Volt 3-Pin RGB-Anschluss, aber der funktioniert nicht. Ich habe es getestet und ja, dann kam ich zu dem Entschluss, dass man es einfach über den Knopf oben steuern kann, was, finde ich, jetzt auch nicht super schlecht ist. Ich meine, das stellt man eh einmal ein und dann schaut man es ja nur an, wenn man halt vor dem PC steht. Aber da jetzt super wilde Effekte hinzumachen, braucht man, glaube ich, einfach nicht. Vor allem, weil die Kiste davor natürlich gar keine Beleuchtung hatte. Deswegen ist das jetzt, finde ich, schon ein ziemliches Upgrade. Ja, von der Kühlleistung her sind wir natürlich ziemlich Overkill unterwegs. Also es ist ein Ryzen 5 2600 mit einer ziemlich starken 280er AIO. Ich habe mal einen Cinebench R23 durchlaufen lassen. Da ist so, ja, man sollte so 7,5 bekommen mit einem 2600. Ich habe hier jetzt 7535 bekommen, also sogar ein bisschen über dem Durchschnitt. Und unsere Maximaltemperatur nach dem Run lag bei 49 Grad, also temperaturtechnisch wirklich richtig, richtig gut. Auch die Grafikkarte bekommt jetzt ordentlich Luft. Ich habe da nochmal neue Wärmeleitpaste drauf gemacht. Geht jetzt im Firmark nie über 75 Grad. Nach irgendwie 20 Minuten lief der Test. Und ja, alles in allem ist es jetzt doch wirklich ein schönes Endergebnis geworden, auch wenn wir leider die originalen Komponenten nicht verwenden konnten, weil sie halt einfach defekt waren. Aber wir konnten ja zum Glück ein bisschen was retten, zumindest mitunter die Grafikkarte, das wahrscheinlich Wichtigste, weil die 1070 macht sich immer noch echt gut und in Kombination jetzt mit dem 2600 ist es auch wirklich ein stabiles System. Ja gut, meine Freunde, dann sind wir für heute auch schon wieder durch, weil es eine etwas längere Episode, zumindest für mich, weil das war jetzt wirklich ein Ding, das über mehrere Tage ging. Ich hoffe natürlich, dass dem Besitzer sein neues, altes Gerät gefallen wird und ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht sogar ein bisschen was gelernt habt. Wenn ihr auch einen defekten PC habt, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr einfach mal hinschreiben, was denn mit eurem PC falsch ist, vielleicht ein paar Bilder dazu und so weiter. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter und vielleicht seid ihr dann ja in der nächsten Folge vom Reparierband zu sehen. Also nicht zu sehen, aber euer PC. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Das unterstützt mich ganz massiv und für euch ist es, wie gesagt, komplett kostenlos. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch gerne auf meinen anderen Plattformen vorbei. Ich bin eigentlich überall aktiv und streame auch fast jeden Abend ab 20 Uhr auf Twitch. Und ja, alle Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.